Hallo Hundefreunde, es ist knallheiß, wir haben wieder über 30 Grad. Wir haben im letzten Video schon mal ein bisschen was gezeigt, wie wir einen Hund erstmal nass machen mit Wasser und dann locker trainieren, aber auch natürlich nicht übertrieben. Heute machen wir was Ähnliches. Erstens, wir sind im Schatten. Ich trainiere jetzt gar nicht in der Sonne, das macht mir ja selber auch keinen Spaß. Und wir wollen aber trotzdem ein bisschen ernsthaft trainieren. Beim letzten Mal war es ja mehr spaßig, jetzt ein bisschen ernsthafter. Ernsthaft bedeutet immer Begleithundeprüfung. Hier ist das Schema. Wir werden jetzt dieses Schema laufen und wir sehen jetzt hier 50 Schritte, die schenken wir uns. Ich laufe in der Hitze keine 50 Schritte, sondern wir machen das hier in diesem kleinen Quadrat. Wir reduzieren unseren Hundeplatz auf dieses kleine Quadrat und in dem kleinen Quadrat soll sich alles abspielen. Also das Erste ist, wir müssen Fuß laufen. 50 Schritte in die Richtung, mir reicht es, ich laufe hier einfach durchs Quadrat durch und mache hier dann Kehrtwende. Kehrtwende bedeutet 180 Grad. Jetzt müsste ich hier wieder zurücklaufen, das mache ich auch, zähle aber keine Schritte und dann kommt hier ein Rechtswinkel. Den kann ich hier machen um meine Stange rum zum Beispiel. Ich kann dann nochmal einen Rechtswinkel machen. Also wir laufen jetzt nicht hundertprozentig das Schema von dem Winkel her, sondern wir machen die Elemente, die in diesem Schema vorkommen und machen die halt in diesem kleinen Bereich. Was wir dann auch machen können, ist natürlich der Gang durch die Gruppe. Gruppe, hier stehen vier Latten, vier Pfosten, vier Vollpfosten nennen wir sie mal. Ich laufe durch die Gruppe durch und muss jetzt hier um zwei rum. Einmal, dass der Hund außen ist und einmal, dass er innen ist. Also man läuft einfach so ein Achter. Auch das können wir machen. So, dann sind wir durch die Gruppe durch und dann gibt es noch die Übungen. Hund absetzen lassen, vom Hund entfernen, den Hund dann in der nächsten Übung ablegen und abrufen. Auch das zeige ich euch alles gleich auf der kleinen Fläche. Einfach der Hitze geschuldet und wir haben trotzdem ein Training hinbekommen. Warum mache ich überhaupt in der Hitze ein Training? Kommt natürlich auch immer auf den Hund drauf an. Ich habe zwei, die wollen einfach was machen. Wenn ich die nicht irgendwie beschäftige vom Kopf her, es kommt jetzt gar nicht auf die Bewegung drauf an, sondern einfach auf Kopfarbeit, dann sind die abends zufrieden. Haben sie das nicht, sind es Nervensägen, würde man hier in Franken sagen. Und die kommen halt dann, fordern abends noch, die kommen nicht zur Ruhe und so sind sie jetzt dann ausgelastet, aber die sind noch lange nicht an irgendeiner Leistungsgrenze oder kriegen jetzt irgendwie Probleme mit der Hitze. Wenn ihr einen Hund habt, der die Hitze halt einfach nicht mag, dann ist das schon zu viel. Also da auch darauf achten, dass die Sachen, die ich jetzt hier zeige, immer auch individuell auf dem Hund zu sehen sind. Jetzt hole ich mal einen und dann schauen wir mal, ob er Spaß daran hat in der Hitze oder nicht. Aber ich denke, ihr wisst, was passieren wird. So, mein kleiner Hund ist da. Ihr seht, das Fell ist noch nass. Der war schon wieder unterm Rasensprenger. Und wir schauen jetzt mal, ob er was machen will. Ich fordere jetzt mal gar nichts von ihm. Ich warte jetzt einfach mal, was er will. Und ihr seht schon, ich sehe es aus dem Augenwinkel. Er schaut mich die ganze Zeit an, dass ich was mache. Er fordert es. Bedeutet also, er ist arbeitsbereit. Das hier nur als Information für diejenigen, die sich jetzt denken, in der Hitze hat doch kein Hund Lust, irgendwas zu machen. Ihr seht, dass es nicht so ist. Und wir fangen jetzt ganz locker an. Das Erste, was wir machen müssen, wir brauchen mal unseren Hund. Komm mal her. Fuß, wir gehen in die Grundposition. Und jetzt gehen wir hier mal an unser Quadrat ran. So, ab jetzt Prüfungsbeginn in Anführungszeichen. Ich muss 50 Schritte Fuß in die Richtung laufen und dann eine Kehrtwende machen. Fuß. Wir laufen wieder runter. So, und jetzt kommt der Winkel, kann man dann ein bisschen variieren. Muss man jetzt nicht hundertprozentig das Prüfungsschema, aber die Winkel an sich kann man hier wunderbar laufen. Dann machen wir auch noch, bleiben wir gleich beim Thema Winkel. Ich drehe jetzt mal um, dass ich von der anderen Seite komme und den Linkswinkel noch machen kann. Und ihr seht, das ist alles ganz ruhig. Ich parke ihn ein. Jawohl. Kriegt seinen Ball. Alles gut. Also ich bewege mich langsam. Es ist mehr Konzentrationsübung. Ich achte darauf, dass alles schön ist und es kommt nicht darauf an, dass ich jetzt die 50 Schritte schaffe. Im Übrigen muss man nicht unbedingt in der Hitze so machen, sondern es ist auch eigentlich unterm Jahr auch immer gut, auch im Winter, mal einfach ins Kleine zu gehen und sich zu konzentrieren darauf, dass alles perfekt ist. Also da kann man am i-Tüpfelchen arbeiten, wenn man es mal so reduziert. Man muss nicht immer 50 Schritte laufen. Der Hund gewöhnt sich sonst auch an das Schema und arbeitet vor. Das wollen wir natürlich dann auch nicht. So, nächste Übung. Wir laufen durch unsere Vollpfostengruppe durch. Ich nehme den hier und den und den Ball nehme ich jetzt nach außen, dass ich hier auch mal Abwechslung habe. Jetzt muss er sich ein bisschen mehr konzentrieren, weil der Ball außen ist, aber er soll mich anschauen. Fuß.
Toll, jawohl. Prima. Jawohl. Also hat gut ausgesehen. Einmal hat er den Kopf weggedreht. Wie er es schön gemacht hat, habe ich ihn auch mit der Stimme mal gelobt und ganz am Schluss den Ball gegeben. Da ist auch so wieder, es ist wieder individuell jetzt auf meinen Hund zu sehen. Wenn ihr noch nicht so weit seid, macht es kürzer, lauft nur einmal um die Stange rum, wenn es gut war. Gebt da gleich den Ball, brecht ab, macht die getrennt. Also geht da einzelne Schritte viel weiter zurück, je nachdem wie euer Ausbildungsstand ist. Nächste Übung, ich lasse ihn jetzt sitzen, entferne mich vom Hund, warte und komme dann zurück. Sitz. So, hier jetzt und wechselt ab, mal kurz stehen bleiben, mal länger, sodass der Hund nie weiß, wann er zurückkommt. Man kann sich hier auch mal ein bisschen bewegen. In der Prüfung müsste ich jetzt gerade hier stehen und warten, bis der Richter mir das Signal gibt. Und wenn das Signal kommt, laufe ich zurück zum Hund, park ein. Schau wieder zum Richter, wann ich loslaufen soll. In meinem Fall warte ich, bis alles schön ist. Es ist alles schön. Jawohl! Übung für mich beendet. Auch die hat er hier auf die kurze Distanz schön gemacht. Jetzt kommen wir zum Ablegen und Abrufen. Platz! Platz! Hier! Jawohl, also, warum habe ich hier nochmal Platz gesagt? Ich habe den Eindruck gehabt, er wollte gerade aufstehen. Habe ich einfach nochmal das Kommando Platz wiederholt. Dann kann man bemängeln, der war ein bisschen weit weg von mir gesessen. Sagen wir mal, ist der Hitzebonus, er hat seinen Ball trotzdem bekommen. Und somit sind wir durch den ersten Teil der Begleiterhundeprüfung durch. Auf kleinsten Raum. Er hechelt jetzt nicht großartig. Natürlich ist ihm warm, aber es ist jetzt nicht, dass er irgendwie extrem gefordert wurde. Von dem her, alles gut. Wir sind durch mit dem Training. Er kriegt jetzt seinen Wassernapf und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Roland von Training aus hundesicht.de. Tschüss.